hier zockt Sergeant Rumpel. Und bitte stehen Sie bequem. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Twitch-Livestream. Wir hatten gerade wieder so ein bisschen Probleme und zwar wollten wir den Stream starten, aber die Software wollte nicht. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei uns beiden war oder ob es nur bei mir war. Ich weiß nicht, Ossel, du warst schon on oder noch nicht on oder wie war das? Ich glaube, bei mir hat das geklappt. Ah, schön. Soweit ich weiß, ja. So, wir sehen nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also irgendwie scheint hier Twitch immer so ein bisschen Probleme zu haben. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle mit am Start, am Stissen. Und jetzt hier, ich habe die Diskussion, die heftige, natürlich im Chat mitverfolgt, während ich hier versucht habe, die Software unter Kontrolle zu bekommen. Es heißt nicht 07, sondern O7, sagen alle. O7 einmal hier für die Community. Juhu, yeah. Würdet ihr sagen, es ist O7 oder 07? Ich finde, O7 klingt irgendwie komisch. Oder großes O7. Nee, das ist ja ein kleines O. Das ist ja das Ding. Oh, es ist ja ein kleines O, deshalb eben nicht 0. Aber die sagen alle, es müsste eigentlich O7 heißen. Da haben sie natürlich eigentlich recht. Aber ich finde, 07 klingt irgendwie kennt James man Bondiger. Irgendwie. Ja, genau. Ja, 007. Das schon, ja. Ne? Hättet ihr es nicht gesagt, hätte ich es gesagt. Was denn? 007? Die Sache mit James Bond. Ja, James Bond. Stöhn 7, Rumpel. Immer sagen, ja, Stöhn 7. Aber wieso denn Stöhn? Das will mir nicht rein. Nur weil da ein Ö drin ist, das hat ja nochmal zwei Punkte oben drüber. Die hab ich doch nicht. Nee, O7. Ich sag nämlich immer, genau, ich sag nämlich O7. Weil O7? O7, weil im Amerikanischen könnte man nämlich auch. Oder ich habe deshalb 07 gesagt, weil O heißt im Amerikanischen ja auch eine 0. Ja, sehr gut. Gut geholt, Rumpel. Richtig gut geholt. Schön um den. Ja, 5, the bash. Super. Finde ich gut. Ja, so. Ich sehe auch, manche haben tatsächlich schon die Emoticons im Chat. Ich weiß nicht, ob man die bei dir auch sieht, Ossel. Müsste man eigentlich sehen. Doch, bei mir sieht man die 07 auch. Ja, genau, die 07. Aber die ich sage jetzt mal, die. Bitmap 07, die Smiley 07s, ne? Und ich habe aber noch was Neues für meine zwei Moderatoren, habe ich noch mit eingefügt. Und zwar kann man jetzt im Chat, und das müsste eigentlich jeder können, Ausrufezeichen Klein Murphy oder Ausrufezeichen Klein Talida eingeben, wenn ihr den beiden was Gutes tun wollt. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das auch funktioniert. Ich würde es tatsächlich auch mal selbst versuchen, obwohl ich glaube, ich bin hier noch gar nicht richtig angemeldet. Warte mal, Murphy... So, ja, es funktioniert. Wunderbar. Ich habe eigene, da kommen sie auch schon alle rein. Sehr gut. Ah, schön. Ich probiere es auch mal. Ja, da kommen sie rein. Wie sie alle jetzt mit Ausrufezeichen Murphy schreiben. So kommt. So oft kann der Nightbot das gar nicht posten. Ich glaube, das kann man gar nicht so ohne weiteres reinmachen. Aber es funktioniert. Immerhin. Sehr, sehr gut. Damit ein kleiner Gruß an die zwei Moderatoren und natürlich auch an alle anderen. Ich sehe, hier sind sehr viele dabei. Viele, die ich kenne und einige neue auch. Haben auch schon welche geschrieben. Das erste Mal dabei und so. Herzlich willkommen beim donnerstäglichen Livestream mit mir, mit Ossel, der an der anderen Leitung sitzt, und auch dem Silbernitrat, der sich bisher noch gar nicht so richtig zu Wort gemeldet hat. Ja, ich bin nur noch ein bisschen erkältet. Was? Du bist erkältet? Wie ja, das? Bei diesem herbstlichen Wetter. Ja, ich war letzte Woche schon erkältet, aber das war nicht der Grund meiner Absenz, sondern ich habe ein kleines Kickstarter. Hast du gerade Absenz gesagt? Das klingt sehr merkwürdig. Merkwürdig? Heißt das Absenz? Das heißt doch Absenz, oder? Ja. Abszess, das kenne ich, aber Abszess. Das ist was anderes. Deshalb war Boah, Leute, so nicht jetzt solche Sachen. Oh, der arme Silbernitrat. Genau, und letzte Woche musste ich was drehen. Aber das könnt ihr bald vielleicht auf Kickstarter sehen. Ui. Kickstarter. Aber nicht von mir. Ist nicht von mir. Wann warst du denn dort? Gemacht. Wann denn? Letzten Donnerstag. Letzten Donnerstag? Letzten Donnerstagabend, als ihr hier schön gespielt habt. Ach ja, stimmt ja. Da habe ich dich ja angerufen. Wo warst du noch? In der Nähe von Düren. Letztendlich, vielleicht haben die ein oder anderen davon schon mal was gehört. Das ist letztendlich so ein Kameraball, den man in die Luft wirft und der löst dann so ein Panoramafoto aus. Ja, habe ich schon mal Fotos gesehen von. Die sehen cool aus. Genau. Und das hast du gemacht? Nein, natürlich nicht. Aber habe ich jetzt nur so ein kleines Video für die gemacht. Die waren in der Nähe und brauchten
was und haben und ein Interview geführt. Nee, die brauchen nice. Ja. Aber das ist immer cool, wenn man auch so mit neuen Techniken in Berührung kommt, oder? Das macht das ist doch eines der Sachen, die eigentlich total toll sind an unserem Job. Ja, das geht auch vor allem voll durch die Decke bei denen. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich war am Wochenende, und zwar am Samstag, auf dem Flohmarkt wieder mal und habe zugeschlagen. Ich habe 100 Euro, ich habe glaube ich noch nie so viel Geld auf dem Flohmarkt gezahlt. Aber ich habe mir dieses wunderschöne Ding hier gekauft, weil ich hatte nämlich noch keine akustische Gitarre. Und das hier ist eine, die ist fast, also die war wie neu von irgendeinem Schülermädchen, das keinen Bock auf Gitarre hatte. Die dumme Göre. Und hat der Sarge Drumpel zugeschlagen und die klingt echt wunderschön, muss ich sagen. Ich spiele mal gerade zwei Takte an. Oh ja. Was sagt ihr? Klingt doch gut, oder? Gut! Ich hätte beinahe schon mitgesungen. Ich hätte beinahe schon geweint. Ja. Beinahe geweint hättest du? Das hätte ich gerne gesehen, lieber Ralf. Von der Melancholie dahin gerafft, wollte ich singen. Sowas in der Art. Nee, ich bin sehr froh, dass ich die gekauft habe. Ich wollte immer schon mal eine akustische Gitarre haben und endlich habe ich mal eine. Ich hatte ja bisher nur die Buzuki und noch ein paar andere. Und jetzt. Das klingt immer nach Stahlseite, ne? Findest du? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Nee, warte mal. Kopf und Kragen, Alter. Kopf und. Oh nein. Kopf und Kragen. Wo habe ich denn den anderen Link? Ah, war nur falsch angezeigt. Kopf und Kragen, nee, Alter. Also, Kopf ich bin Kragen. Sehr zufrieden mit der. Die klingt sehr warm, finde ich. Oh ja. Und das ist eine sehr gute Sache. Und ich würde ja schon ewig gerne mal auch ein paar Stücke aufnehmen mit einer akustischen Gitarre. Und vielleicht ergibt sich das ja jetzt mal. Nicht wahr? Ja, dann kann ich auch ein bisschen. Hey Mama! Ein bisschen spanische Gitarre machen. Wie wäre das? Dann lass uns schön klatschen immer dazu. Ah ja, stimmt, ja genau. Das ist ganz schön schwer. Aber auf die Und muss man mal klatschen. Der alte Spanier in dir kommt da raus. Genau. Jetzt ist auch wieder gut mit Gitarre spielen. Wir haben ja noch einiges abzuarbeiten. So, wenn Lothar Lieder schimpft schon wieder jemanden wegen Cups benutzen, dann muss man, um sie wieder gnädig zu stimmen, muss man einfach Ausrufezeichen Talida eingeben und pam, Talida, du bist die besteste, professionellste Fanfiction-Schreiberin ever. Shipping Handherz / So. Am Ende wird die Talida mich selbst noch hier aus dem Chat raushauen. So, also, wir haben ein Demo gehört am Anfang dieses Streams und das werde ich jetzt natürlich nochmal wieder ein bisschen einfahren. Bisschen andere Musik. Und zwar ist das Advent of Bedlam. Behold the Chaos. Ein sehr gutes Demo, muss ich sagen. Ich mache das wieder ein bisschen leiser, damit ihr mich auch noch hört. Ist sehr professionell gemacht, also kann man ruhig mal anhören. Auch hier kommt bestimmt der Mod mit dem jeweiligen Link rein, mit dem Metal Demo 1. Und während wir hier jetzt im Hintergrund die Musik haben, die uns so erquicklich um die Ohren dröhnt, werden wir in die ersten Themen reingehen. Das allererste Thema ist, der letzte Livestream ist ja schon ein bisschen her, eine Woche genau, um genau zu sein. Und da haben wir ja so ein bisschen was gezeichnet. Beziehungsweise ich habe dann noch im Blender was gemacht und aus der Community wurde ja auch gezeichnet. Das will ich nur mal ganz kurz zeigen. Da sind nämlich echt ganz coole Sachen rausgekommen, falls das ein paar Leute noch nicht gesehen haben. Es ging um das Spiel Deep Under the Sky und die ganzen Sachen sind natürlich auf der Sergeant Rumpel-Seite zu sehen. Hier haben wir eins von der Froschprinzessin gezeichnet, nämlich also mit Photoshop gezeichnet. Das ist das, was ich dann gemacht habe. Hier ist das von Anuki und hier ist das von der Franzi. Und das hat nichts damit zu tun, aber dieses hier noch von der Kati Salati.
Super Bilder geworden. Ich bin sehr beeindruckt und ihr könnt jetzt noch kurz eigentlich mal vorlesen, was mir der Entwickler geschrieben hat. Er hat nämlich gesagt, also die Einsendungen von deiner Community waren die besten bisher, die überhaupt eingesendet wurden. Er fand die ganze Aktion total super und hat mir 4 Keys gegeben. Einen davon habe ich mir gekrallt und die anderen 3 würde ich noch frei rausgeben. Schreibt mir eine PN, wenn ihr an diesem Spiel wirklich interessiert seid. Und die ersten 3, die kriegen einfach dann noch ein Giftgeschenk zugesendet. Ein Giftgeschenk ist ein Geschenkgeschenk im Endeffekt, ne? Mhm. Geschenkgeschenk. Ja, ja, ja. Oder wenn es deutsch ist, dann ist es schwieriger. Also wenn es rein deutsch. Die Preußen. Genau. Ja. Ich glaube, Ossel, du hast deins nicht mehr fertig gemacht, oder wie war das? Was habe ich letzte Woche gemacht? Also, es war viel los bei mir. Nee, ich habe es nicht fertig gemacht. Ich glaube, ich habe es tatsächlich nicht fertig gemacht. Doch, ich habe es nur weggeschmissen dann. Du hast es weggeschmissen, aber manchmal küsst einen auch die Muße nicht, ne? Das ist auch einmal. Also, weil es ist ja auch der Mut zu sagen so, nee, das Dreck, weg damit. Das heißt der Mut, ja, und auch diese Ehrlichkeit. Ja. Das war nicht totaler Dreck, grafisch war das nett, aber dann war es zu nichtssagend, zu unbedeutsam. Das ist ein wichtiger Prozess eines Künstlers, sein eigenes Werk in die Tonne zu treten, das können nicht viele. Insofern Respekt dafür. Wenn du willst, gebe ich dir einen von den Keys. Ach, da sind wir bei Zeitgeschichte, ne? Die ist ja sehr dünn. Da warst du safe, ne, mir den anzudrehen. Also du bist wieder ein Tickchen zu laut, sagen die Moderatoren gerade. Vielleicht kannst du ein bisschen von deinem Mikrofon weggehen, einfach dann. Hallo. Aber ich habe schon leise gemacht, oder? Der Wichser hat das wieder von alleine lauter gemacht. Der Wichser, ey. So, erstes Thema. Ich dachte mir, heute, wir haben 2 Themen, die ich heute besprechen möchte oder euch darbringen möchte. Und eines davon dachte ich, das passt vielleicht auch ganz gut, obwohl ich mal jetzt wissen müsste in der Community im Chat, schreibt doch mal, wer noch in die Schule geht oder nicht. Denn es geht um Schulen. Ich habe nämlich eine Sache auf Kotaku gesehen, die fand ich sehr witzig. Und daraufhin habe ich mich mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ich werde mal einfach gucken, was es insgesamt so für merkwürdige Schulen gibt oder Schulsysteme oder wie Klassenräume aussehen können und bin da auf ein paar sehr, sehr witzige Sachen gestoßen und hab die mal zusammengefasst in so einer kleinen, Galerie, genau. Und da können wir mal durchgehen, mal gucken. Ich geht noch in die Schule, sagt die freche Lini, Berufsschule, Schnitzel auf Doom, Berufsschule zählt auch natürlich. Krati geht in die Schule, Powalski, boah, jetzt kommt das wieder so schnell durch, ich kann es nicht sehen. 9. Klasse hier, Sergeant Ellicorn. Alien Tuffer geht nicht in die Schule, aber vielleicht warst du ja mal in der Schule und wenn nicht, dann musst du auf jeden Fall noch mal in die Schule. Und wir gucken uns mal das allererste Bild an, zusammen, denn die anderen 2 haben diese Galerie natürlich auch und dann können wir auch alle gemeinsam reden. Hier, das ist ein Boot tatsächlich mit Solaranlage in Bangladesch, wo, also das ist das Klassenzimmer, innen drin. Crazy, oder? Mhm. Ist auch praktisch, wenn die Schule bei dir zu Hause vorbeikommt und du nicht in die Schule gehen musst. Die dich abholt, meinst du? Ja, genau. Nee, aber finde ich eine super Sache, vor allen Dingen, wenn in so Bereichen, ich glaube, das ist auch so ein Bereich, wo Überschwemmungen gewesen sind, da macht das natürlich auch echt Sinn. Mal. Die Schule nicht immer überschwemmt, oder? Genau, das zweite Bild zeigt die Schule von innen. So sieht das dann aus da. Sieht schon ganz nett aus. Ja. Bisschen beengt vielleicht. Aber dafür kann man Nachrichten schneller vorbei, von hinten nach vorne durchgeben. Besser als mein altes Gymnasium, sagt hier jemand. Sehr gut. Genau, dann gehe ich mal weiter zum nächsten Bild. Das hier ist tatsächlich ein Bild von einem Experiment, was in einer University of Cambridge oder was weiß ich gemacht wurde. Da wurde der Lehrer ist also in das ertränkt, ist in das riesige Aquarium hineingegangen und hat also dort live Fischanatomie doziert unter Wasser, er selbst unter Wasser und hat dann die Fische auch gezeigt. Und die anderen Schüler saßen davor. Crazy, oder? Ja, vor allem kann der Lehrer dann ja auch nichts sagen. Naja, ganz viel sprechen. Er muss mit Händen sprechen. Ja, muss mit Händen sprechen.
deuten, mit Händen sprechen. Blöd ist bloß, wenn er beim Köpfer in das Aquarium seine Unterhose oder Badehose verliert. Dann dengelt da sowas vor den Schülern rum. Das muss ja auch nicht sein. Next. Das hier fand ich total krass. Jetzt ratet mal, wofür, warum das so ist. Damit die Schüler nicht sich hin einschlafen auf dem Boden, auf dem Tisch, oder? Ja, nee. Oder nee, gerade sitzen. Wegen Lesen, ja, wegen gerade sitzen und wegen richtiger Abstand zum Papier. Genau, also vor allen Dingen wegen nicht zu nah am Text kleben sozusagen. Also so ist halt die offizielle Begründung. Das ist natürlich China hier, die ganze Schule. Von China haben wir auch noch ein, zwei andere. Wenn man hier nochmal ein Foto weitergeht, dann sieht man mal, dass man das Ding auch nach vorne klappen kann. Und es geht tatsächlich um die Entfernung zum lesenden Text, damit die Augen nicht so strapaziert sind. Denn das Problem ist ja nicht irgendwie schlechtes Licht oder sowas, sondern es ist eigentlich immer die Nähe zu den Augen, dass dann die Linse so stark angespannt ist. Da kann da bestimmt der Silbernitrat mehr dazu sagen, der alte Biologe. Ja, ich bin ja kein Biologe, bin ja Chemiker, aber wahrscheinlich, also auf jeden Fall muss ich das Auge anstrengen, um scharf zu stellen, wenn du so nachstellst. Genau. Da wird schon vielleicht was dran sein. Die Linse muss sich mehr krümmen, rein physikalisch gesehen, ja. Ne? Damit du die Brennweite kürzer hast. Ja. Insofern. Das ist eine Muskel leisten. Ja, da siehst du mal. Muskel. So, next, was haben wir hier noch? Ach ja, das ist zwar kein wirklicher Klassenraum, aber das ist eine Bibliothek in England, in London tatsächlich. Ein alter, ausgedienter Bus, da kannst du reingehen und dir deine Schulbücher ausleihen. Fand ich auch sehr nett. Sehr ansprechend gemacht, denke ich mir. Ja. Ich finde ja sowieso, also dieser Traum von irgendwie in einem, Eisenbahnwaggon zu leben, so wie bei das fliegende Klassenzimmer oder ja, so. Ja, ne? Der kam letztens im Fernsehen. Das ist doch schon, also schon immer nett. Ich frage mich bloß, wie das mit der Isolation ist bei diesen Fahrzeugen. Schlecht. Ganz sehr schlecht. Ich glaube auch. Muss voll reinheizen. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Das hier, liebe Leute, ist die Originalgrafik vom Busfahrsimulator 2012. Nein, natürlich nicht. Sondern das ist eine Schulbibliothek. So, next. Jetzt kommen wir zu einem richtig krassen Gebilde. Das hier, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Das ist die Green School. Das ist Schlingensief hier? Nee. Bitte? Der Schlingensief hat doch mal so ein Dorf aufgebaut, aber das hat nichts damit zu tun. Nee. Ich gehe jetzt einfach mal schon mal auf die, das ist die Webseite, die ich euch gezeigt habe. Hier geht es um die The Greenest School on Earth. Das ist auch Bali, soweit ich weiß. Hm. Wo also auch Europäer natürlich dann wieder diese Schule aufgebaut haben. Aber die sieht mal richtig, richtig fett aus, muss ich sagen. Also richtig schön gebaut. Und das ist schon eine Umgebung, da lernt man gerne, würde ich denken. Auch denken. Dürfen da auch dann Einheimische hin oder nur die Reichen? Die Reichen. Die sich den Bambus leisten können, hör mal. Nee, ich weiß nicht. Also das scheint mal komplett irgendwie aus regenerativen Baumaterialien gebaut und so weiter. Also es sieht echt super aus. Und es sieht eher nach Feriendorfen aus, muss ich sagen, als an der Schule. Aber dort ist ja auch dementsprechendes Wetter. Hier wäre das wahrscheinlich nicht so richtig gut. So viele Balinesen, falls sie so heißen, sehe ich da nicht auf den Bildern. Von der Webseite meinst du jetzt? Ja. Warte mal, hier gibt es Fotos und Videos. Ich gehe mal ganz kurz auf Fotos und Videos bei About. Findet ihr das? Die Fotogallery. Mal gucken. Also hier auch dieser. Das streamt ja so ein Fotostream da vorne durch. Das sind gar nichts. Das ist Maori. Das sind Maoris. Das sind keine Balinesen jetzt. Hier so, da sieht man so, wie das Klassenzimmer aussieht. Sehr luftig. Seid ihr schon weiter? Habt ihr schon ab bei der Webseite sind wir gerade mal. Bei der Webseite. In der Galerie. Ah, da sieht schon auch einheimische Kinder, würde ich jetzt denken. Aber es ist gemischt. Das ist so wie bei, weiß nicht, der deutschen Schule oder so wahrscheinlich irgendwie. Aber hier schreiben viele, da würde ich gerne mal Urlaub machen in der Schule und so. Das glaube ich. So, ich gehe aufs nächste Foto jetzt von der eigenen Galerie wieder, für die anderen zwei. Das hier ist eine total krasse Sache. Und zwar, also was würdet ihr denken, was hier passiert? Gesicht waschen. Das Gesicht waschen. Waterboarding. Austin, was deine Meinung, was passiert da? Ja, Waterboarding würde ich auch sagen. Ja, wenn ihr das nächste Bild auch nochmal anklickt, dann seht ihr noch was. Seht ihr das Ganze nochmal von oben.
sehr viele, die das machen müssen. Schwimmunterricht. Ja, genau. Hier, die Kratti, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, die hat das richtig getippt. Sie schrieb Gruppen ertränken und das ist tatsächlich so. Das ist in einem chinesischen Dorf nahe einem großen Fluss und die haben gesorgt, dort, ohne Scheiß, der Schulleiter hat gesagt, so, wir machen das jetzt mal, wir machen die Erfahrung des Ertrinkens in einer kontrollierten Umgebung und nicht eben im Fluss. Und alle Kinder mussten also hierbei mal feststellen, wie es ist, wenn man ertrinkt oder erstickt unter Wasser. Und dafür war diese Übung. Ach, wie schön. Ja, gut. Crazy, ne? Eisbucket Challenge verkehrt herum. Nein, war es auch nicht, sondern es wirklich ertrinken. Krass. Schule ist also doch Mord, schreibt er. Ja. Pädagogisch also, sehr wertvoll. Genau, das ist Schwimmunterricht aber auch nicht so falsch. Ja, so ein bisschen. Also Schwimmunterricht im anderen Kontext sozusagen, im lebensrettenden Kontext. Next Level. Genau. Next Level Schwimmunterricht. Das nächste Foto ist auch wieder eine Schule von einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, mobile Unterrichtsräume zu präsentieren. Und die haben so eine Art aufblasbaren Kokon konstruiert, der also von mehreren Seiten mit Videos bespielt werden kann. Und darin können auch Klassen unterrichtet werden. Das sind auch die nächsten drei Fotos. Könnt ihr euch auch mal angucken. Crazy, oder? Kannst du alles mit so einem, sehr modern natürlich, ne? Kannst du alles mit so einem Oculus iPad. Rift. Ja, Oculus Rift, aber in real sozusagen. Ne? Kannst du alles mit so einem iPad dann bespielen und so. Also schon ganz, ganz eindrucksvoll eigentlich, muss ich sagen. Viel Strom, viele Beamer. Ja, das stimmt. Und ist, glaube ich, auch nicht was für einen ganzen Tag. Wenn du da jetzt irgendwie 6 Unterrichtsstunden drin hast, dann wird es wahrscheinlich auch bescheuert. Sondern es ist halt irgendwie mal für zwischendurch. Sowas wie das Sprachlabor. Gibt es eigentlich sowas noch? Das Sprachlabor? Frage ich mal in die Leute, die jetzt noch in der Schule sind. Gibt es sowas wie das Sprachlabor noch? Hattet ihr das Sprachlabor? Nee. Was hätte da passieren müssen? Das Sprachlabor war immer so ein großer Raum bei uns. Da waren viele Leute drin und wir saßen alle im Endeffekt so an Pulten und haben alle Kopfhörer aufbekommen und dann ging da noch so ein, also wie so ein Headset und ein Mikrofon und dann wurde eine Kassette abgespielt und wir haben halt kollektiv als Klasse zusammen Sachen nachgesagt. Zum Beispiel, Peter is waiting for the bus und alle. Peter is waiting for the bus. Genau. Und das Ganze, das war dann immer der Spaß daran, war dann eigentlich, dass der Lehrer einzelne Schüler von uns aufnehmen konnte. Und das wurde dann wieder am Ende nochmal angehört. Und dann hat man immer gehört, wie der halt irgendwie ganz, also statt Peter is waiting for the bus, irgendeinen Blödsinn gesagt haben oder wenn sie irgendwie das total falsch ausgesprochen haben. Das war immer witzig halt irgendwie. Das halt war so ein bisschen die Motivation auch da dann mitzumachen. Aber das war so das technisch Höchste, was wir hatten in der Schule damals. Das Sprachlabor. Mir unbekannt. Bayern, ne? Talita Bayern sagt, genau. Meine Mutter schwärmt immer so vom Sprachlabor. So, wir haben hier noch was und das ist der absolute Hammer, das nächste Bild. Das ist eine Sumo-Schule. In der Sumo-Schule wird nicht nur tatsächlich gekämpft und gegessen, sondern es wird auch ganz normal die Kunst des Schreibens gelernt und so weiter. Und das sieht so aus. Da sitzen dann die ganzen dicken Jungs drin. Geil. Und das nächste Bild, die nächsten drei Bilder sind auch davon. Vor allem sitzen die alle in ihren Badeanzügen. Was sind das? Nee, so Kimonos sitzen ja drin. Oder eben ganz oben ohne in diesen Klassenräumen. Das verstehe ich auch nicht, warum man das machen muss. Aber es scheint da so üblich zu sein. Und das letzte Foto hier, wo der sich mit Tinte mischt. Das sieht so geil aus, finde ich. Wie er auch guckt. Oh, Menno. Und der andere, wie der guckt. Ja. Boah, hast du echt gut gemacht, ey. Voll gut gebindelt. Ey, du bist voll der Trottel, Mann. Ey, auf jeden Fall. Finde ich sehr gut. Da sitzen wieder die Brüste. Genau. Einmal 07 für die Brüste. Oder 07, je nachdem, wie ihr es haben wollt. 07. Man muss 07 sagen. So, was haben wir noch? Ne, das waren alle. 15 von 15. Hier sind wir durch. Jetzt habe ich nur noch eine weitere Webseite, die eigentlich auch noch ganz interessant ist. Und zwar extreme Wege zur Schule. Wenn man das mal vergleicht mit den Wegen, die wir normalerweise so haben. Ich bin immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ich bin immer mit dem Fahrrad zur Schule. Eigentlich immer mit dem Fahrrad. Nur unterwegs gewesen. So 10 Minuten Fahrrad.
Weg, hatte ich immer so ungefähr. Aber hier sieht das echt anders aus. Hier zum Beispiel ein Narrow Mountain in China wieder. Hier, die ganze Schulklasse kraxelt den Berg hinauf. Dann hier, das hier sind bald Schulwege. Da kann man mal nicht anders von... Kommt man fit da in der Schule an, ganz... Ganz energetisiert wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Oder eben gar nicht. Das ist das Problem. Ach, mein Schulweg sieht ähnlich aus, sagt Max Necklepot. Das glaube ich nicht. Hier sieht man auch nochmal hier so eine Leiter, die einen nach oben bringt in den Schulraum. Und eins der besten Fotos finde ich das mit dem Fahrrad. Seht ihr das? Nee. Ja. Doch, der Typ, wenn man runter, das finde ich so krass, weil das sind echt nur, ich meine, wie breit ist das? Vielleicht 30 Zentimeter oder so? Ja. Das Ding, und der heizt da mit seinem BMX-Rad drüber. Und hier schreibt da auch derjenige von der Webseite hier, auch wenn es gefährlich ist, die Kinder sagen, sie fahren hier lieber mit dem Rad drüber, als insgesamt 6 Kilometer um die Brücke herumlaufen zu müssen. Was passiert vor allem, wenn dir einer entgegenkommt? Dann ist ein bisschen problematisch. Ja, das sind, daher kommt auch das Parcours. Ja, BMX und Parcours fahren. Also ihr seht, wir haben es eigentlich noch ganz gut hier. Boah, also diese schneeverhangene Brücke, die ist ja wohl wirklich mal ätzend. Das ist ja der Hammer. Dass es nicht abrutscht. Na, aber echt. Eis sein. Ach so, ja, das Bild auch noch, das ist so krass. Die Mutter, die den Tisch, den Schultisch trägt und das kleine Mädchen dahinter, das also den eigenen Stuhl tragen muss, weil die eben, das ist Pflicht in dem Dorf wiederum, dass man eben mit in die Schule geht mit seinem eigenen Tisch und seinem eigenen Stuhl. Da muss man immer mitbringen. Hat die blöderweise einen massiven Eichentisch sich ausgesucht. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ja, das muss ja auch was Haltbares sein. Ja. Guck mal, der drunter mit dem Moped, die ist da gut drauf. Ja, die ist gut drauf. Und hier die Jungs, das sieht so ein bisschen nach, das könnte auch die Kanarischen Inseln sein, aber... Ach ja, genau, und dann gibt es hier noch so richtige Schulen, die sind innerhalb einer Höhle in China. Also in China ist ja so alles ziemlich verrückt und ziemlich viel möglich. Teilweise ja auch nicht immer ganz freiwillig, muss man ja sagen, aber die machen das Beste draus. Ich finde das sehr bewundernswert, oder? Ja, ist auch, ist, eine Höhle ist ja ein schöner, trockener, großer Raum. Ja, nicht trocken rein. Nicht unbedingt. Ja, Luftfeuchtigkeit ist vielleicht hoch, aber es regnet auf jeden Fall nicht. Ja, Tropfsteinhöhle, ne? Vielleicht manchmal. Tropfsteinhöhle ist das vielleicht dann nochmal anders mit der Luftfeuchtigkeit, aber. Genau. So, das war das eine Thema. Ich fand das sehr interessant. Ich fand das einen sehr lustigen Ausflug in die Schulsysteme anderer Länder. Und zwar sowohl die positiven als auch die vielleicht, tja, bewundernswert negativen, sage ich jetzt mal. Bewundernswert insofern, weil die halt trotzdem zur Schule gehen und trotzdem da irgendwie dran sind. Finde ich super. Finde ich sehr gut. War euer Schulweg beschwerlich oder eher einfach? Eigentlich ganz einfach. Eine Grundschule konnte man gemütlich hinlaufen und dann später im Gymnasium 10 Minuten Bahn fahren und dann noch ein paar Minuten laufen. Mhm. Aber ganz ohne Stress. Also ich muss sagen, bei mir, ich kann mich erinnern, dass es im Winter, ich bin ja jeden Tag mit dem Rad zur Schule gefahren, und im Winter oder wenn es richtig geregnet hat, dann hatte man so diese Regenklamotten an, die einen, also eine richtige Regenhose und eine Regenjacke, und das fand ich immer ätzend, wenn man so irgendwie trotzdem nass in die Schule gekommen ist, oder im Winter, wenn es dann so heiß, so kalt war, dass die Hände, wenn man dann in das Schulgebäude hineingeht, ganz heiß wurden und so richtig so mit den geschmerzt haben. Ah, das war immer ätzend. So richtig dick und rot waren die dann. Ja, genau. Geil. Weil man dann zu cool war, um sich Handschuhe anzuziehen oder irgend sowas. Ja, oder die man wieder vergessen hat. Ja, genau. So, jetzt kommen wir noch zu einer sehr abstrusen Sache. Ich meine, ich zeige ja immer sehr gerne abstruse Sachen. Das nächste, ich muss jetzt dafür die Musik ausmachen. So, bitte Andacht jetzt. Ja. Und zwar wisst ihr ja alle, dass gerade Köln so ein bisschen die Hauptstadt ist für... Sag mal, die homosexuellen Menschen unter uns, die hier gerne feiern, hier gibt es sehr viele Kontaktstätten, hier gibt es sehr viele Kneipen, hier gibt es sehr viele ganze Viertel, die eigentlich dem partymachenden Volk dieser sexuellen Orientierung gehören. Und das sieht man meistens ja daran, dass es sehr bunt ist. Der Regenbogen ist ja so eine der typischen
Symbole dieser Szene. Warum eigentlich? Geht es um Vielfalt? Ich dachte immer, es geht um Vielfalt. Also zumindest sehe ich das immer beim Christopher Street Day oder so, dann kommt das immer so in den Kopf, oder? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Warum das der Regenbogen ist? Ich glaube, es geht um Vielfalt und um bunte Farben. Ja, und um Verspieltheit und so weiter. Mhm. Genau. Auf jeden Fall ist dieser Regenbogen für einige in Amerika, zumindest für eine Person im ganz Speziellen, zu sehr inzwischen mit dieser homosexuellen Szene verbunden. Und der hat eine eigene Agenda, das wieder rückgängig zu machen. Und er hat sogar auch ein Buch geschrieben, nennt sich Redeeming the Rainbow. Jetzt muss ich schon wieder anfangen zu lachen. Dr. Scott Lively heißt der gute Mann, ein christlich-katholischer Pfarrer aus den USA, der also auch seinen eigenen Blog hat, scottlively.net, in dem er auch schon darüber schreibt, dass er jetzt Todesdrohungen und so weiter bekommen hat, wegen seiner Agenda und sich da also für, dass er sich eben stark macht. Und er schreibt eben, das ist seine Hautaussage, the rainbow belongs to God. Der Regenbogen gehört Gott und der darf nicht in irgendeiner Form mit bösen, homoerotischen Verlangen identifiziert werden oder gleichgesetzt werden. So, aber der Mann hat jetzt auch noch ein Musikvideo gemacht. Also das ist ja alles schon schlimm genug eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es solche Leute überhaupt noch gibt. Aber der hat jetzt auch noch ein Musikvideo gemacht und das kann ich euch jetzt nicht vorenthalten. Das muss ich jetzt leider mal anspielen. Insofern, deshalb habe ich auch die Musik ausgemacht. Seid ihr bereit? Ossel, bist du bereit? Euch das ist Vimeo-Ding, ne? Ja, genau. Insofern würde ich sagen, 3, 2, 1. Eins, the rainbow belongs to God. The rainbow belongs to God, so clear on a du heiliger Regen. The rainbow belongs to God. Then who is the one? Who is the one? Who is the one that dares to try to wipe God's promise away? The rainbow belongs to God with colors of flaming fire. So, da muss ich mal kurz stoppen. Ich bin gerade bei God's Bowstring of Iron Wire. Also, wenn das Ganze nicht so traurig wäre, dann müsste man eigentlich kontinuierlich lachen darüber. Im Endeffekt wird hier in einer sehr, sehr kitschigen Musik die Message rübergebracht, der Regenbogen gehört Gott und wehe, ihr würdet diesen Regenbogen, der ja so schön ist und wundervoll, in irgendeiner Weise mit bösen, antichristlichen, antibiblischen Gedanken verbinden. Also schon ziemlicher Hammer, muss ich sagen. Eieieiei. Hier schreiben auch die Leute, hey Moment, der Regenbogen gehört den Valkyren und Odin und Heimdall. Das fand ich immer auch total merkwürdig, diese Regenbogen. Regenbogen gehört dem Einhorn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja, aber das Einhorn ist schwul, mein lieber Freund. Da kommt das nämlich eigentlich her. Gibt es auch noch diese Regenbogen, wie diese Gummibärchen, diese komischen Bärchen da. Ach, stimmt, ja. Die gibt es auch noch. Ja, Wie heißen die denn noch? Regenbogenbärchis oder was? Ja, die leben doch da auch oben und strahlen immer den Regenbogen aus ihren Herzchens raus und so. Also hier, die Regenbogenfahne, eine Form des Regenbogens als Symbol, dient in vielen Kulturen weltweit als das Zeichen der Toleranz, Vielfältigkeit und der Hoffnung und der Sehnsucht, schreibt hier gerade, jetzt ist er gerade weg, na toll, ich wollte gerade den Namen vorlesen, warte mal hier. Jon Jung. Vielen Dank, Jon Jung, für diese Informationen. Genauso hatte ich es mir auch gedacht im Endeffekt. Und diese Agenda vom guten Scott Lively ist also das
hinfortzuwischen. Glücksbärchis. Ich muss jetzt mal gerade noch mal ein bisschen weitergehen in diesem Glücksbärchis. Warte mal, ich muss ja ganz kurz suchen. Genau, hier. Geht mal auf 1,41. Da gucken wir nochmal rein in das Musikvideo. Who is the one? Denn da kommen jetzt, also es baut eigentlich immer gleich auf und dann kommen jetzt hier so ein paar Textpassagen, die sind auch sehr bemerkenswert. Who is the one? Who is the one that dares to defy God's covenant truth with lies? The rainbow belongs to God, his sign, a promise and woe. The rainbow belongs to Quatsch. Who is the one that dares to claim that the book doesn't say it's so? Also hier, the book doesn't say it so. Also die sind da schon ziemlich explizit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Hammer. Also am Anfang lacht man darüber, weil es so dämlich ist, aber dann irgendwann ärgert man sich darüber richtig, weil es so dämlich ist. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Also ob der Kirche damit einen Gefallen tut, ey? Also in Amerika gibt es ganz viele ganz merkwürdige Leute, die da in Sachen Kirche und so weiter irgendwie auf eigenen Wegen geht. Aber ich meine, dass die Homosexualität in vielen amerikanischen Staaten, wie gesagt, also eine gleichgeschlechtliche Ehe ist nach wie vor nicht überall erlaubt in Amerika. Und ich glaube, 50% der Staaten erst haben diese Art der Eheschließung legal gemacht. Insofern, es ist schon durchaus noch ein Thema, was da besprochen und ja, sprudelt da sehr. Auf jeden Fall. Also insofern, ziemliches Ding. Das Ganze habe ich gefunden durch John Oliver auf YouTube. Der hat einen wunderbaren Beitrag wieder dazu verfasst. John Oliver kann ich jedem nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr beide den kennt. Last Week Tonight. Sein Channel, den er seit einiger Zeit auch betreibt. Er kommt eigentlich aus dem Fernsehen und macht dort, ich sage jetzt mal, humoristische, es ist fast wie politisches Kabarett auf amerikanischem Boden. Er selbst ist Brite, aber macht fast politisches Kabarett, aber extrem witzig und extrem pointiert und extrem basierend auf Fakten. Und er ist sozusagen der bessere Michael Moore, muss man fast sagen. Also kann man sich nur angucken. Und da kam eben auch dieses Thema, da dachte ich mir, da muss ich mal ein bisschen weiter recherchieren, weil das echt crazy ist. Wie auch immer, sollen wir was zocken? Ja. Zocken!